Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Ich freue mich, dass er da ist. Guter alter Streiche, ich habe guter Bekannter. Freund, kann man wirklich schon sagen, über viele, viele Jahre hinweg, Klaus Beyer. Hallo. Hallihallo. Tachchen. Gibt eine neue Single, die wollen wir heute vorstellen. Ja. Wollen ein bisschen über dich plaudern. Sportlich, wie immer, gleich mit dem Fahrrad hier angeradelt gekommen. Eine richtig weite Strecke. Du bist richtig fit, ne? Bei dem Wetter, ja, auf jeden Fall. Ja, muss sein. Ne? Das ist eine richtige zwischensportliche Aktion und dann geht's wieder. Gehst du auch in die Muckibude? Ja, dreimal die Woche. Dreimal die Woche? Heute nicht mehr, aber morgen wieder. Tatsächlich, ja. Und wann gehst du da mal früh? Wenn je nachdem, wie es von der Zeit her ist, früh, wenn es keiner sieht. Ja, ja, ich kenne Leute, die gehen früh um drei schon tatsächlich. Nee, so früh nicht. Aber ich gehe gerne vormittags, weil da ist relativ leer. Nachmittags und abends ist dann doch immer die ganzen Bodybuilder. Da wird man ja so neidisch, ne? Ja, das muss man nicht übersehen. Okay. Du bist einer von den Vielseitigen, von den Rührigen, auch auf der Bühne. Du bist mit Band unterwegs, du machst Motto-Programme, du hast deine eigene Show. Wir werden über vieles reden. Jetzt werden wir dich erstmal singen hören, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, das war ja der Klaus Beyer. Also, unbedingt bei uns bleiben. Hier ist Klaus Beyer. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Klaus Beyer hier bei uns. Ein Mann, der sogar ein bisschen Musikgeschichte geschrieben hat mit einem Riesenhit. Immer wieder erzähle ich die Geschichte. Du läufst ja auch bei uns bei Original und Schlager. Du kamst aus dem Osten und bist in den Westen gegangen. Diese Geschichte finde ich wirklich so spannend, denn du warst ja ein ganz junger Bengel. Ja, gerade von zu Hause weg. Ne? 18 geworden und schwupp, weg war ich. Hab gewartet, bis ich 18 bin und wollte dann unbedingt in den Westen und Karriere machen. Wie bist du da rübergekommen? Ja, wir haben es versucht. Wir waren drei Kumpels aus der Schule zusammen, auch dann aus der Ausbildung. Wir hatten unsere Ausbildung ja noch gemacht. Habt ihr euch abgesprochen? Ja. Deswegen waren wir ja auch Bande und schwerer Fall und sind ja dann geschnappt worden. Wir wollten ja sind in die Tschechei geflogen, damals Tschechoslowakei, nach Prag, dann nach Bratislava und wollten von da aus nach Wien, also nach Österreich. Über die grüne Grenze? Über die grüne Grenze. Nachts bei kühlen Temperaturen. Wann war das? Das waren 19? Lange her. Jahre nenne ich nicht gerne, aber es ist lange her. Ich war gerade 18. Da ist noch alles zu war. Ja, gut. Und streng bewacht. Wir hatten natürlich, ja, in dem Alter hat man wahrscheinlich doch nicht so eine Hemmschwelle wie heutzutage und wir sind dann da munter marschiert. Man hat uns natürlich dann geschnappt und bin dann seit 9 Monate ins Gefängnis gegangen. Wie war denn das Gefühl? Entschuldigung, musst du mir mal erklären. Du rennst da durch den Wald, willst du? Wir sind nicht gerannt. Wir sind gerobbt über ein Feld, über ein Riesenfeld, weil wir wussten, wir müssen zu einem kleinen Fluss. Ja. Den müssen wir überqueren im März, am 8. März. Das hatten wir uns rausgesucht. Wir hatten ja vorher ein österreichisches Pärchen kennengelernt in dem Hotel abends, was uns ein paar Tipps gegeben hat. Also war alles ein bisschen unüberlegt vielleicht, aber wir wollten das. Seid ihr verraten worden, oder? Das weiß ich nicht. Es war ein Mensch aus West-Berlin, der hat auf uns gewartet, aber wir denken bis heute, den haben wir nie wieder gesehen, wir denken bis heute, dass das irgendwas Unschönes für uns war. So, dann haben sie euch verhaftet, nach Deutschland, in die DDR damals dann noch zurückgebracht. In die DDR gebracht, ja. Und vor Gericht gestellt. Ich war dann 9 Monate in Pankow in Untersuchungshaft. Bin in Pankow dann, oder in Mitte, glaube ich, auch verurteilt worden, so 2 Jahren, 3 Monate. Ja. Aber nach 9 Monaten dann, Gott sei Dank, in die Bundesrepublik. Freigekauft worden damals noch. Okay, und dann bist du rüber, musstest ja deine Eltern, ich weiß ja, du hängst ja sehr auch an deinem Papa so, musstest du ja alles hinter dir lassen. Alles hinter mir gelassen. Ich hatte Gott sei Dank in West-Berlin eine Oma und in West-Berlin auch eine Großtante und in Hamburg eine Großtante und konnte mich deswegen dann erstmal retten, habe dann erstmal in Hamburg 3 Monate gewohnt und dann wieder in West-Berlin bei meiner Tante und habe dann natürlich auch gleich einen Job bekommen und habe mich dann gleich umgeschaut, auch gleich Arbeit und so, also auch gleich eine Wohnung. Also es ging zu dieser Zeit damals alles noch wirklich super schnell und man hat mir sehr, 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 sehr viel hier im Westen geholfen. Also ich habe gemerkt, ich bin willkommen und das war ganz wunderbar. Aber sowas vergisst man nicht, ne? Nee, das ist wie ein Film auf der Festplatte. War eine Zeit aus meiner Jugend, kann man jetzt schon sagen, ist schon eine Weile her, aber natürlich unvergessen und immer wieder gerne erzählt. Ja, Wahnsinn. Dann hast du Glück gehabt, Gregor Rotschalk, Starproduzent, auch damals Rundfunkmoderator, wurde auf dich aufmerksam, auf euch. Du hast ja mit einem Freund zusammen gesungen. Ja, genau. Mhm. Und ihr habt ein tolles Cover gemacht, das haben wir schon oft auch gehört bei uns im Programm, das hören wir jetzt. Und dann reden wir noch eine Runde und stellen die neue Single vor. Wollen wir das machen? Machen wir so. Klaus Beyer zu Gast bei Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Hier ist Radio B2, hier ist Deutschland Schlagerradio. Klaus Beyer hier bei uns mit einer neuen Platte.
aus dem alten Team, würde ich sagen, Klaus Pelizaeus? Diesmal nicht Klaus Pelizaeus, sondern ich bin wieder zurückgegangen. Noch weiter zurück? Ja, gar nicht mal, noch ein bisschen weiter zurück. Ich bin ja durch Jürgen Westphal, da bin ich jetzt bei Jürgen Westphal, da bin ich 2005 ja aufgenommen worden, hatte einen 5-Jahres-Vertrag. Dadurch ist auch die Beziehung mit Klaus Pelizaeus entstanden, aus diesem Vertrag. Er hat ja damals viel für mich geschrieben, hat mich dann übernommen. Und jetzt vor einem Dreivierteljahr bekomme ich eine E-Mail und Jürgen Westphal lebt ja jetzt in Amerika, ne? Genau. Und sagt, du, ich möchte wieder was machen, ich habe ein paar schöne Lieder, ich schicke sie dir mal, ja. Und da waren war auch der Song dabei, der meine aktuelle Single ist. Ich war irgendwie begeistert und dann sind wir ganz schnell wieder zueinander gekommen und haben viele Pläne. Aber er lebt nach wie vor in Amerika, ja. Managt das alles von da. Ja. Kurze Erklärung, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Hat Hits gelandet, zum Beispiel mit Angie van Burg, also die Tochter von Lou van Burg. Genau. Ja, um mal mit großen Namen zu arbeiten, hat auch selber gesungen. Selber mal in der ganz ersten Zeit. Witzigerweise auch von Gregor Rotschalk produziert. Ja, genau. Damals. Hat dann viele, viele bekannte ältere Stars gemacht, also wirklich große Namen. Elfie Graf und genau. Also wirklich Nina und Mike. Also wirklich, der hat einen großen Erfahrungsschatz und hat mich dann irgendwann 2005 entdeckt. Und wir haben erfolgreich das Sandkorn zusammen gemacht, sehr erfolgreiches Lied von mir, was damals der Peters geschrieben hat und ich bin damit heute noch immer unterwegs. Und ja, und so entstand eigentlich eine wirklich lange Zusammenarbeit. Wir haben damals ein Album gemacht und jetzt sind wir wieder auf neuen Wegen sozusagen. Genau. Hast du dich jetzt so hingesetzt, weil du merkst, dass deine Uhr klappert? Ja. Hab ich dir richtig angesehen. Okay, also neue Platte wollen wir hören. Wie heißt der? Der ganze Trick. So, ne, wir hören uns das Ganze an. Du bist ja eigentlich kein Trickser, wie ich dich kenne. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich ganz ehrlicher. Aber irgendwann, in dem Lied geht es so ein bisschen auch darum, andere Wege zu gehen. Das heißt nicht, dass ich mich musikalisch verändern möchte, großartig, aber doch aktuell sein möchte und einfach mal so ein kleines Zeichen setzen. Ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile und wir haben da so ein paar neue Ideen und mischen das mit den alten. So, also folgender Vorschlag, wir hören jetzt die aktuelle Single. Und du bleibst noch ein bisschen hier. Über deine Vielseitigkeit reden wir noch in der kommenden Stunde. Und dann hören wir auch mein geliebtes Sandkorn, das du schon angesprochen hast, nochmal. Also bleiben Sie bei uns. Unser Gast heute ist Klaus Beyer. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Ich freue mich, dass er noch da ist. Klaus Beyer, hallo nochmal. Hallo. So, immer noch. Das kommende Wochenende steht vor der Tür. Du bist, ich habe es ja schon angedeutet, als ich dich begrüßt habe, sehr vielseitig. Du bist mit der Band nach wie vor unterwegs, ne? Mhm. Euer Name? Mit den Dandys. Ja, die Dandys, wir richtig. Machen viele Programme, sind auch wirklich rege unterwegs, kann man sagen. Ja. Und haben jetzt auch noch ein neues Projekt übernommen. Ein Wolfgang Petri-Double, Dirk Maron, hat sich eine Band gesucht, mit der er zusammen rumreist. Wir machen ein Dandy-Programm, dann eine Stunde Petri und dann wieder ein Dandy-Programm. Und das ist ganz gut eingeschlagen, mehr als wir dachten. Wir sind also jetzt wirklich die letzten 3-4 Wochen jedes Wochenende 2 Tage unterwegs gewesen. Und jetzt führt es uns bis nach Ulm am nächsten Wochenende, nach Laichingen. Auch da hört man Radio B2. Ja, auch da hört man Radio B2. Wunderbar, will ich an dieser Stelle sagen. Ich bin sehr, sehr, sehr viel im Auto unterwegs. Und ich kann wirklich sagen, in den meisten Ecken in Deutschland kann man euch hören. So ist es, ne? Ich freue mich jedes Mal. Top. Mach nicht den Kühlschrank auf, geht nicht nur Licht an, sind auch wir zu hören. Genau. Aha. So, Spaß beiseite. Ihr seid ja sehr Vielseitigkeit, auch du mit den Programmen. Ich sehe das immer, wenn ihr so auch Motto-Veranstaltungen macht. Da bist du mal Kapitän, dann bist du mal in verschiedensten Kostümen und so. Dann macht ihr so richtig Shows. Ja, wir machen Shows. Wir machen natürlich, spielen die Hitparade rauf und runter, ganz klar, zum Tanzen. Aber wir machen auch richtig Motto-Shows, mal 70er Jahre oder 80s. Oder jetzt, wenn wir mit Wolfgang Petri-Double unterwegs sind, dann gibt es dementsprechend ein Outfit natürlich. Das macht Riesenspaß. Wir machen natürlich unser Programm, ist ganz klar. Aber das macht Riesenspaß, auch mal wieder irgendwie in andere Rollen zu schlüpfen. Das hat mir im Laufe meiner Karriere, das habe ich ja mit der Martina Maria Preil jahrelang gemacht, immer viel Spaß gemacht, mehr zu zeigen, als nur sich hinzustellen, zu singen, sondern auch kleine Stücke in Anführungsstrichen zu spielen auf der Bühne. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt hören wir den vorhin angesprochenen Titel, ja, das Sandkorn, wie ich es nenne. Das ist mein persönliches Lieblingslied, liegt daran, dass mein Freund Ecke Göbel das Lied immer sehr geliebt hat und damals auch sehr gerne gespielt hat. Das hören wir jetzt und dann reden wir noch eine Runde mit. Sie merken sich den Namen Klaus Beyer. Hi.
Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Klaus Beyer ist noch hier. Schönes Lied, muss ich sagen. Schnulze, ne? Immer noch schönes Lied, ja. Schnulze ist ein gutes Wort. Schnulze ist für mich kein Schimpf, kein schlechtes Wort. Kein ganz im Gegenteil, ich sehe gerne Schnulzen. Genau. Die gute Mischung muss immer sein, finde ich. Auch auf der Bühne, man muss immer alles so ein bisschen zeigen. Aber da gehört eine Schnulze dazu. So, aber du liebst ja auch das, wenn ich jetzt so mache. Rambazamba, sozusagen. Rambazamba. Ja. So ein bisschen auch das Spanische ist bei dir drin. Lateinamerikanische Rhythmen sehr gerne. Viel, ja. Das mache ich gerne, weil ich auch regelmäßig in Spanien bin. Und ich habe immer eine gute Mischung. Ich war ja jetzt im Frühjahr 4 Wochen in Amerika auf Tournee. Das war ganz große Klasse. Mhm. Und auch welche da, Ecke warst du da? Überall. Von Philadelphia, New Jersey, New York bis Kanada hoch. 3 Tage in Kanada. Also ganz toll. Das hat riesen Spaß gemacht. Man sammelt viel Erfahrung und hat wirklich tolle Auftritte. Und kriegt überall Schnitzel. Ja, wir haben nur deutsche Küche gekriegt. Das war das Lustige. Hallo, wir haben für euch schöne deutsche Schnitzel. Extra gekocht für euch. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich so viel deutsche Küche da gegessen, wie mehr als hier im letzten Jahr. So ist es. Unglaublich. So war es damals bei uns auch. Aber die Leute sind sehr, sehr dankbar, freuen sich sehr. Riesig. Und da musst du natürlich auch ein volles Repertoire haben. Ne? Ja, also da muss man wirklich bis hin zum Volkslied alles drauf haben. Da muss man wirklich tief auch in die Oldie-Kiste greifen. Ich habe da wunderschöne Oldies auch aus den 50er, 60ern gemacht. Ja. Das hat mir auch Spaß gemacht, riesig toll. Und die Leute waren wirklich klasse und dann hat man natürlich richtig durchmischtes Programm, also von allem etwas und das finde ich sehr schön, ein bisschen die breite Palette zu bieten. Super, das machst du auch in deinen Shows. Ich hoffe, wir werden auch mal wieder zusammen auf der Bühne stehen. Das hoffe ich auch. Hoffentlich bald. Hoffentlich bald. Ich rufe dich an. Ruf mich an. Klaus Beyer, zu Gast bei Radio B2 und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, toi 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 für die neue Single. Tschüss. Ich sage danke und grüße alle Hörer natürlich ganz herzlich. Euer Klaus Beyer.